Hallo Leute, ich bin's, Mickey Maus. Heute bauen wir ein wunderschönes Clubhaus, und zwar das Häuschen oder das Wunderhäuschen von Mickey Maus. Ihr kennt Mickey Maus. Ich würde mal sagen, dem machen wir heute auch eine Freude. Von daher Blöcke in die Hand und dann wird losgebastelt. Heute brauchen wir ganz einfach gesagt ein bisschen roten Beton. Dann holen wir uns noch schwarzen Beton wie gelben Beton raus. Dann holen wir uns noch ein paar Steinziegeltreppen raus. Heute empfehle ich euch mal einfach hellblaues Glas für unsere Fenster. Dann holen wir uns noch ein paar Netherziegelstufen raus und noch ein paar Quarzblöcke, davon noch die Treppen. Und dann holen wir uns noch ein paar Bögenholzblöcke raus. Bei unserem Wunderhaus geht es erstmal los mit unserem roten Beton, und da wollen wir uns erstmal einen Kreis lang ziehen. Wir beginnen erstmal mit einer Fläche von 1, 2, 3, 4, 5. Und von den 5er gehen wir einmal zur Seite weg und setzen da einfach einen 2er ran. Dann gehen wir zwei einzelne so schräg zur Seite weg. Das machen wir einfach mal synchron auf beiden Seiten, dann kommen wir immer schön voran auf beiden Seiten. Dann geht es wieder los mit einem 2er und dann geht es wieder ran an einen 1, 2, 3, 4, 5er. Blockreihe, die wir uns hier setzen, und dann geht eigentlich das Spiel wieder gleich los. Ne? Wir machen einfach einen 2er hin, dann 2 1er, dann wieder ein 2er und dann wieder unser 5er. Und so formt sich dann so langsam unser Kreis. Das müssen wir natürlich hier auf allen Seiten machen. Zack, 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 zack. Und wenn wir dann unseren Kreis so weit hier geformt haben, können wir das Ganze jetzt auch schon auf eine zweite Höhe setzen. Das heißt, hier rauf setzen wir einfach noch eine weitere Blockreihe. Wenn wir das soweit haben, wollen wir jetzt da die nächste Reihe aufsetzen. Wir beginnen auf unseren 5er Reihen, dass wir da einfach mal uns 3 raufsetzen. Das kann man immer, wenn man schon dabei ist, immer gleich mal überall machen. So kommt man nicht durcheinander und hat dann jeden Schritt schon mal abgeschlossen. So, da haben wir unsere 3er an den Seiten platziert. Weiter geht es jetzt, dass wir hier auf diesen 2er an den Seiten einfach einen 3er auch aufsetzen und halt diese eine Fläche an der Seite, die wir hier haben, nochmal zuziehen. Das machen wir auch wieder auf allen Seiten. Und wenn wir das soweit haben, können wir natürlich hier noch bei unseren 2 Einern einfach nochmal eine weitere Reihe raufsetzen. Der nächste Schritt wäre, dass wir jetzt zu unseren Dreiern jetzt hier an der Seite mal fliegen. Hier einfach an der Seite einen Block offen lassen und dann hier einfach so eine 7er Reihe raufsetzen. Das können wir auch wieder auf jeder Seite erstmal machen, ne, damit wir erstmal synchron überall fertig sind. Und danach setzen wir einfach hier bei unseren Zweiern an der Seite nochmal eine weitere Blockreihe rauf und dann jeweils noch einmal hier zu unserer 7er Reihe, sodass wir hier dann einfach zwei Zweier denn haben statt ein Einer. So, setzen wir einfach unsere Einer rauf, erweitern den um einen Block. Und haben dann auch hier das wieder abgeschlossen. Weiter geht's dann, dass wir hier wieder auf unsere 7er Reihe gehen. Darauf setzen wir jetzt einfach eine 5er Reihe hin. Lassen an der Seite wieder einen Block Platz. Da setzen wir dann wieder zu den Seiten wieder halt so einen 2er Block. Und wenn wir das soweit haben, machen wir das eigentlich erstmal hier auf allen anderen Seiten. Ne? Das heißt, hier in der Mitte setzen wir 5 Blöcke hin, machen hier einen 2er hin. Und dann siehst du ja schon in der Ecke, da setzen wir einfach dann nur noch einen 1er hin. Ne? Und so haben wir die Ecke abgeschlossen. Wir machen es noch einmal zusammen, dann sitzt es. Also hier vorne auf unserer 7er Fläche machen wir einen 5er hin. An der Seite gleich hier kommt ein 2er hin. Da müssten wir natürlich hier auch noch den 5er machen. Können dann hier wieder ein 2er hinsetzen. Und in der Mitte setzen wir einfach noch ein 1er hin. So, das füllen wir natürlich hier einmal wieder ringsrum aus. Danach geht es mit der nächsten Reihe weiter, dass wir jetzt hier zu unserem 2er mal fliegen. Lassen wieder an der Seite einen Block einfach mal überstehen. Können das dann hier einfach wieder zuziehen. Das machen wir natürlich hier wieder auf jeder Seite. Ne, dass wir hier auf den 2er dann einfach hier das so lassen, dass einer übersteht. Und danach siehst du, glaube ich, schon, wie wir das denn hier in der Mitte ausfüllen. Da fliegen wir hin. Und setzen dann einfach mal hier dazwischen nochmal 2 einzelne ran. Ja, und das wäre dann auch schon wieder diese Reihe. Können wir hier auch wieder ringsrum ausfüllen. Der nächste Schritt wäre jetzt, dass wir hier innen drin einfach eine weitere Schicht uns mal langziehen. Das heißt, wir setzen das jetzt nirgendwo auf einen Block rauf. Ziehen jetzt hier einfach mal unsere Blockreihe so lang. Und können die auch jetzt hier, sage ich mal so, am Block hier einfach mal so zur Seite bauen. Das ziehen wir natürlich hier einmal ringsrum. Dann haben wir die Reihe auch schon wieder abgearbeitet. Das ist jetzt eigentlich so ein einfacher Part. Hier einfach ringsrum schlängeln sich. So, die Blöcke alle miteinander verbinden. Und auch hier, auch wenn wir es jetzt hier nicht müssten, setzen wir noch einen Block hin. Ja, dann passt das erstmal wieder. Und dann haben wir es eigentlich schon geschafft mit unserer Kuppel. Der nächste Schritt wäre jetzt einfach diese offene Fläche, die wir hier haben, komplett einmal auszufüllen. Da müssen wir jetzt auf nichts mehr achten. Die füllen wir einfach so offen, was jetzt hier offen ist. Das ziehen wir hier einfach mit unserer Betonschicht noch zu. Wenn wir das soweit haben, dass hier oben zugezogen haben, geht es jetzt ran, nicht jetzt an unseren Mini-Kopf oder Mickey-Maus-Kopf, sondern erstmal an unseren Schuh, der an dieser Seite sich befindet. Da schnappen wir mal unseren schwarzen Beton und fliegen hier hin und können jetzt eigentlich dieses vordere Teil hier, was wir hier haben, eigentlich nochmal weghauen. Das hauen wir komplett hier einmal weg. Das hier ganz vorne dann, das hauen wir weg. Und setzen hier einfach an den Seiten dann einfach 1, 2, 3 mal schwarzen Beton hin. Machen wir natürlich auf beiden Seiten und ganz drüber auch nochmal 3 mal schwarzen Beton.
Jetzt geht's rein mit unserem gelben Beton. Da setzen wir jetzt lieber vor unserem schwarzen Beton einfach mal zwei gelbe Blöcke hin und dann nochmal schräg zur Seite weg nochmal drei. Und das machen wir natürlich wieder auf beiden Seiten. Und wenn wir das haben, können wir die Mitte hier einfach mal zuziehen. Der nächste Schritt wäre jetzt erstmal das, was wir jetzt haben an unserem gelben Beton, auf eine vierer Höhe uns zuerst mal zu setzen. Die untere Reihe ziehen wir mit, also 1, 2, 3 und 4 und können das Ganze hier hochziehen. Die nächste Aufgabe wäre, nachdem wir das auf vier Blöcke hoch haben, hier einfach mal hier vorne, würde ich mal sagen, das Ganze noch um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke noch zu erweitern. Jetzt wollen wir aber nicht komplett alles hochziehen. Das Ganze machen wir auf eine Dreier Dicke. Lassen hier vorne an der Seite das einfach mal so einheit überstehen. Genau ist das gleiche Spiel hier zur anderen Seite. Und machen das auch nur drei Blöcke nach hinten weg. Hier hinten, diese Fläche, lassen wir erstmal noch offen und können das Ganze dann hier auf 7 hochziehen. Wenn wir das soweit hochgezogen haben, geht es jetzt bei unserem Schuh hier erstmal an die Seiten an. Wir fliegen hier hinten einfach mal ran, setzen hier einfach mal noch drei weitere Blöcke ran. Darüber dann hier einfach mal so zwei Blöcke. Jetzt schräg davon setzen wir hier zwei Blöcke ran und dann nochmal drei Blöcke. So, dann können wir hier diese Fläche schon mal einmal ausfüllen und setzen hier oben in der Mitte, zack, nochmal einen Zipfel auf. Das soll es noch nicht gewesen sein. Gleiches Spiel machen wir nochmal auf der anderen Seite. Das heißt, hier auch wieder hinten drei Blöcke ran. Hier oben setzen wir zwei ran. Dann lassen wir eine Reihe Platz. Setzen hier wieder so einen Zweier hin, einen Dreier. Setze ich schon gleich mal um einen Zipfel oben hin und kann hier die Fläche noch einmal ausfüllen. Jetzt haben wir den Schuh schon mal von den Seiten bearbeitet. Jetzt fehlt uns natürlich noch die Rückseite. Hier auf unserer offenen freien Fläche, ich würde mal sagen, lass mal an der Seite einen überstehen. So ziehe ich mir das hier einmal lang, dass ich einen Fünfer habe. Davor setze ich mir einen Dreier hin, darüber auch nochmal einen Dreier und einen Zipfel oben hin. Da mache ich mir jetzt einen zweiten Zipfel hin, zu den Seiten 3. Denn hier nochmal so schräg, davon mache ich mir zwei hin und ganz oben nochmal einen Dreier. So, dann kann ich mir die Mitte hier einmal ausfüllen und dann haben wir unseren Schuh fertig. So, nächster Schritt wäre jetzt natürlich schon gleich, sich mal so ein bisschen das freizuhauen, wo denn der Eingang ist. Dabei schnappen wir uns erstmal unsere rote Niederziegelstufen, denn wir wollen da vorne noch so eine Fußmatte uns ein bisschen hinzaubern. Wir lassen an der Seite natürlich eine Blockreihe Platz, setzen uns dann hier erstmal unsere erste rote Niederziegelstufenschicht hin, noch eine zweite vorne ran und ganz vorne in der Mitte setzen wir nochmal drei hin. Jetzt schnappen wir mal unsere Quarzblöcke. Wir fliegen mal hier zur Mitte, ist eigentlich gut erkennbar und können hier drei Blöcke erstmal weghauen. Das Ganze machen wir auf eine Höhe von 2, 3 und 4 Blöcke. An den Seiten setzen wir natürlich unsere Quarzblöcke hin und oben in der Mitte machen wir einfach eine umgedrehte Treppe hin. So, denn unten platzieren wir noch eine Birkenholz. Einen Block erstmal und die Tür lassen wir erstmal weg. Die bauen wir noch im Nachhinein rein. Wenn wir das denn so erstmal alles weit haben, können wir jetzt die Fenster reinhauen. Dabei schnappen wir natürlich unsere Steinziegetreppen. Wir beginnen auch gleich hier beim Schuh, denn hier befindet sich so ein 2x2 großes Fenster. Können auch gleich hier einfach mal unsere Mauern hier einfach mal reinhauen. Wer möchte, kann auch gleich schon das Glas reinsetzen. Aber das mit dem Glas kannst du auch im Nachhinein machen. Naja, so, jetzt wollen wir natürlich noch zwei weitere Fenster auf der Vorder- wie Rückseite von unserem Wunderhaus platzieren. Wir fliegen dann einfach mal, ich bin jetzt erstmal auf der Rückseite, ist eigentlich egal, ist ja vom Format gleich, ist ja eine Kugel. Wir wollen jetzt hier mit unseren Steintreppen, hier jetzt hier vorne an der Fläche, würde ich mal sagen, haue ich mir den einen Block weg, setze mir meine Treppe hier hin. Gegenüber davon schlage ich mir auch nochmal so die Treppe rein. Die sollten sich natürlich so ein bisschen angucken. Gleiches Spiel machen wir noch einmal darüber. Wenn das jetzt hier nicht so ganz passt mit euch, dann müsst ihr ein bisschen hier rumtüfteln. So, zack, ne, dass die sich, sage ich mir, hier so immer zu angucken. Und dann machen wir das noch ein drittes Mal, nur diesmal stehen die einfach auf dem Kopf. Jetzt hast du natürlich zwei Möglichkeiten. Du kannst einmal da, wo du den Block weggehauen hast, dir die Treppe hinmachen. Kann man machen, ne, um die Form zu behalten. Aber ich finde, das sieht ein bisschen doof aus, wegen der Rückwand und so. Die können wir ja leider nicht rot lackieren. Von daher würde ich mal sagen, setzen wir das Ganze da so ein bisschen weiter rein. Und zack, gegenüber natürlich auch noch. So, dann haben wir hier das Fenster schon mal fertig. Nächster Schritt wäre natürlich noch ein zweites Fenster, sich hier jetzt einfach mal zu platzieren. Gleicher Ablauf, ne, dass wir hier unsere Treppen uns einmal so reinsetzen. Auch darüber müssten wir das wieder machen. Hier musst du natürlich so ein bisschen gucken. So, ne, dass wir die auch da platziert kriegen. Und nochmal darüber setzen wir dann einfach hier, zack, na, nicht so, sondern so, dann einfach umgedrehte Treppen. Und dann haben wir auch die Fenster fertig. Das Spiel machen wir einmal auf der Rückseite wie auf der Vorderseite dann nochmal, dass man sich dann hier einfach mal unsere Fenster hier einfach mal sich reinhaut. Ich haue das mal kurz frei und fülle mir das mal ganz flink aus. Schick! So, wenn wir unsere Fenster natürlich einmal drin platziert haben, können wir erstmal dieses ganze Blockmaterial wegtun und holen uns jetzt einfach mal zum Weiterbauen ein bisschen blauer Zement raus, dann holen wir uns mal ein paar Tropenholz-Druckplatten raus, kannst auch jede andere Farbe nehmen, die dir gefällt. Dann natürlich holen wir uns noch einen Eimer Wasser raus. Na, komm her. So. Natürlich holen wir uns dennoch eine, na, wo platzieren wir uns die hier?
eine Birkentür einfach mal raus. Ich finde, die passt jetzt eigentlich zur Farbe und alles. Und dann holen wir uns doch einen Block raus. Am besten natürlich schwarzer Beton. Ich verwende jetzt einfach mal weißen Beton für unseren Mickey-Maus-Kopf. Denn ich finde, wenn man mit schwarzem Beton baut, dann sieht man das Ganze nicht so gut. Von daher nehme ich jetzt einfach mal zum Anschauen weiße Wolle. Aber du solltest lieber schwarzen Beton nehmen. Bevor es aber natürlich an unseren Mickey-Maus-Kopf rangeht, wollen wir uns erstmal die Rutsche basteln. Das heißt einfach, wir schnappen mal unseren blauen Zement. Wir fangen jetzt nicht hier unten an, wo ich es mir markiert habe, sondern hier oben in der Ecke. Da setzen wir uns einfach mal, würde ich mal sagen, jetzt hier in der Ecke, ja, wie gucken wir da am besten rauf? Wir gucken mal von der ersten Schicht hier, und dann geht es zur zweiten Schicht. Ab der dritten Schicht geht es los, dass wir hier einfach mal, hier in der Ecke, zweimal unseren blauen Beton hier einmal hinsetzen. Dann schräg davor setzen wir uns nochmal drei hin. Davor setzen wir uns dann nochmal zwei hin. Und wenn wir diesen Zweier hier haben, biegen wir mal nach vorne ab und können dann hier das Ganze mit Zweiern, bis wir unten zum Boden ankommen, vervollständigen. So, dann kannst du dir natürlich auch noch dreimal hier in den Boden was reinhauen. Und wenn wir dann das so ein bisschen uns vorgefertigt haben, wollen wir unten auch erstmal beginnen, dass wir an den Seiten natürlich jetzt unser Geländer bauen von unserer Wasserrutsche. Das machen wir hier jedes Mal, dass wir hier so zack, zack, zack unser Gelände uns einfach mal hier hinbauen. Das müssen wir natürlich hier machen, bis wir einmal oben angekommen sind. So, und dann formen wir hier unser Gelände einfach mal hier einfach mal ran. Wunderbar. Wir gucken nochmal, haben wir überall alles hier einmal überstehen lassen an der Seite. Ja, passt, passt, passt. Super. So, jetzt bevor wir das Wasser setzen, nicht vergessen, die Druckplatte ganz vorne uns einmal platzieren, weil sonst geht das Wasser ein bisschen zu weit raus. Und dann setzen wir ganz hier oben auf unseren roten Beton, den wir hier noch haben als Markierung, unser Eimer Wasser. Und dann fließt unsere Rutsche nach unten und dann können wir runterrutschen. So, jetzt haben wir natürlich schon unsere Rutsche gebastelt. Jetzt bleibt natürlich noch die Tür übrig. Die wollen wir uns hier natürlich einmal noch rein platzieren. Zack, und dann kannst du schon beginnen, dir das Ganze einzurichten, wenn du möchtest. Musst du natürlich nicht, aber es ist genug Platz. Ne, und da kannst du dir dein eigenes Wunderhaus dekorieren. Oder halt deine Lieblingsfolge hier einfach mal reinbasteln, ne, was die da drin erlebt haben. Naja, so, jetzt wollen wir natürlich noch das Highlight drauf bauen, natürlich unseren riesig großen Mickey-Maus-Kopf. Dabei nehmen wir jetzt bitte schwarzen Beton. Bei mir ist es jetzt einfach mal weiße Wolle, weil es ein bisschen besser zu sehen ist. So, wir platzieren uns jetzt hier oben in der Mitte einfach mal ein 3x3-Feld. Jetzt ist natürlich die Frage, wo haben wir unsere 3x3-Mitte? Hier. Dann müssen wir so ein bisschen gucken und setzen uns einfach so ein 3x3-Feld drauf. Das Ganze machen wir auf eine Höhe von insgesamt 2 Blöcken. Und nun beginnen wir so langsam unseren riesigen Mickey-Maus-Kopf zu bauen. Das heißt, wir fangen jetzt hier ab der zweiten Reihe an, setzen jetzt hier auf jeder Seite einfach mal noch eine Dreierschicht, die so hier so ein bisschen übersteht. Danach geht es einfach weiter, dass wir jetzt hier vor, so schräg davon, einfach mal nochmal zwei weitere Dreierschichten uns machen. Immer vor unserem Dreier setzen wir hier einfach mal noch, zack, zack, zwei weitere Dreierschichten hin. Das machen wir natürlich hier ringsrum. Und wenn wir das soweit haben, können wir noch in den Ecken hier einfach halt so drei weiße, oder was, naja, dreimal schwarzen Beton hier einfach nochmal hinsetzen. So, zack, zack, füllen wir hier die Ecken nochmal aus. Und weil es so schön war, machen wir das Spiel noch einmal, nur dass wir jetzt hier an unserer Dreierreihe nur noch eine weitere Dreierreihe so schräg einmal davon platzieren. Und hier in der Ecke füllen wir das einfach hier so aus, dass sich Block an Block hier jeweils anreiht und auch nochmal übersteht. Das machen wir natürlich hier auch wieder auf jeder Seite. Und wenn wir das soweit haben, geht es jetzt weiter, dass wir auf unserer Dreierreihe jetzt mal was drauf platzieren. Lassen das einmal zu jeder Seite überstehen, dass wir hier einen Fünfer drauf haben. Wir können gerne wieder Massenarbeit betreiben. Das heißt, wir machen es wieder auf jeder Seite erstmal gleich. So kommen wir nicht durcheinander. So, und kriegen jeden Schritt auch gut mit. So, hier auf den Dreier einen Fünfer rauf. Ja, und wenn wir das haben, können wir hier in der Ecke, ganz einfach gesagt, zack, zack, so eine Ecke nach außen uns einfach mal basteln. Zack, zack. So, in jeder Ecke hier einfach mal setzen wir uns hier so drei Blöcke hin. Und danach geht es einfach so, dass wir an der Seite jetzt erstmal anfangen, uns auf unserem Fünfer einfach mal hier zwei Blöcke so zur Seite einmal platzieren, dass der so ein bisschen übersteht. Und hier vorne in der Dreierlücke setzen wir nochmal so ein Dreier einfach mal nach außen. Das Spiel machen wir auch erstmal wieder auf jeder Seite, damit das erstmal synchron bei uns alles passt. Ne? Zwei erstmal an den Seiten hin und hier in der vorne in der Mitte, zack, setzen wir einfach ein Dreier hin. Natürlich müssen wir jetzt nur noch hier in der Ecke, zack, nur noch einen Block uns jeweils hier platzieren. Und dann haben wir die Reihe auch schon wieder komplett abgeschlossen. Und weiter geht's jetzt, dass wir wieder an der Seite zu unseren Dreier fliegen und hier drauf jetzt wieder einen Fünfer uns einfach mal platzieren. Und an der Seite würde ich mal sagen, da setzen wir einfach denn einen Zweier hin. Sieht natürlich ein bisschen besser aus, wenn man auf allen Seiten das erstmal synchron macht. Das heißt, erstmal überall setzen wir hier die Fünfer rauf
und einfach zur Seite so ein Zweier hin und dann siehst du, geht perfekt auf, die treffen sich. So, man kann natürlich auch gleich hier so synchron das alles hier einfach mal mitziehen. Oder so im Wechsel, ne, machst deinen Fünfer hin, dann die zwei Zweier. Und dann sind wir schon wieder hier bei unserem Fünfer und können das gleiche wieder alles vervollständigen. So, wunderbar. Das Ganze wollen wir jetzt noch ein bisschen hochziehen. Und zwar machen wir das Ganze jetzt das Maß, wie wir das haben, auf insgesamt 3 Blöcke. Das heißt, du kannst jetzt hier ganz in Ruhe nochmal 2 weitere Blöcke hier davon nochmal drauf platzieren. Und wenn wir das soweit haben, geht es jetzt eigentlich wieder so voran, wie wir jetzt, sage ich mal, den unteren Teil gebaut haben. Denn jetzt haben wir schon die Mitte von unserer Kugel erreicht. Das heißt, jetzt geht es einfach los auf unserer 5er Reihe hier, dass wir hier erstmal wieder einen Dreier hinsetzen. Können wir auch wieder ruhig auf jeder Seite machen. Dann geht es dann hier weiter, dass wir davon daneben dann einfach wieder uns hier einen Zweier platzieren. Und in der Mitte setzen wir dann einfach nur noch einen Einer hin. So, das Format mache ich nochmal hier auf der anderen Seite mit euch. Und die Rückseite macht dann jeder für sich. So, ne, nach den Dreier kommt ein Zweier, einer Zweier und hier vorne auf unserer Fünferfläche ein Dreier hin. So, danach müssen wir nur noch die Rückseite so ausfüllen. Und wenn wir das soweit haben, geht es jetzt weiter, dass wir jetzt bei unseren Zweiern einfach die eine Blockreihe hier überstehen lassen und das zur anderen Seite ziehen. So haben wir dann hier einen Fünfer und können das wieder hier in jeder oder auf jeder Seite hier einfach so einen Fünfer hin machen. Und in der Ecke hier, da setzen wir einfach zack in diesen einzelnen Block in der Mitte einen Block rauf und wieder zu den Seiten zack, zack. Einen weiteren Block und so haben wir die Ecke wieder ausgefüllt. Der nächste Schritt wäre, dass wir auf unserer 5er Reihe hier einfach eine 3er Blockreihe setzen. Ich mache das hier wieder mal auf 2 Seiten. Ne, dann haben wir das hier, wie sagen wir mal, wieder auf jeder Seite gemacht. Jetzt müssen wir natürlich nur noch die Ecken ausfüllen. Das heißt einfach mal hier, wir haben ja oben hier diese 3er Ecke. Da setzen wir an den Seiten schon mal jeweils hier 2 Blöcke rauf, können das Ganze hier einmal zur Seite ziehen und dann verstärken wir das nochmal hier in der Mitte mit einem weiteren Block. Ne, können wir sagen, wir setzen hier einfach so ein W-Zeichen hin. Wenn man von außen guckt, das können wir hier auch nochmal machen. Zack, zack, Blöcke einmal rauf, setzen zu den Seiten erweitern und einen hinten ran. Jetzt machen wir noch den nächsten Schritt, dass wir jetzt mal von unserem Dreier aus einfach mal 2 weitere Dreierschichten hier einfach mal so überstehen lassen. Gehen wir hier hin, zack, zack, einfach hier 2 weitere Dreier einfach mal überstehen lassen und setzen danach nur noch hier in der Ecke einfach hier 3 weitere Blöcke hin und können das Ganze hier wieder so aushöhlen. Und wie du siehst, haben wir es jetzt auch schon langsam geschafft. So haben wir auch ja begonnen, ne, mit diesem Format und können hier oben einfach nur noch diese Fläche komplett einmal zuziehen. So, zack, 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 wunderbar. Einfach unsere schwarzen Betonblöcke hin und fertig ist unsere Kugel. Als nächstes müssen wir natürlich noch unsere 2 Ohren einfach mal ranbasteln. Das heißt, wir nehmen unseren schwarzen Beton und fliegen mal zu den Seiten hin von unserer Kugel. Eine Seite wäre jetzt zum Beispiel hier, wo unsere Rutsche ist. Da fliegen wir mal hier zu unserer ersten Fläche an der Seite hin. So, über diesen 3 Blöcken, die wir hier haben, lassen wir eine Blockreihe Platz und setzen hier einfach mal zack 2 Blöcke ran. So, hier formen wir uns dann einfach mal so ein großes Pluszeichen uns einfach mal hin. Ja, muss man genau jetzt hingucken beim schwarzen Beton, ne? Also wir setzen das Set hier oben bei diesen 3 Blöcken ran, machen uns hier so ein Pluszeichen hin und können darauf denn, naja, müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Also ich setze mir jetzt hier erstmal in den Ecken jeweils immer einen weiteren Block hin. So, wunderbar. Und können wir jetzt auf jeder Seite hier vorne einfach 4 Blöcke ransetzen. Das heißt, hier jeweils in diesen einen Block setze ich einen nach vorne hin und 3 nochmal zur Seite, sodass wir auf jeder Seite 4 Blöcke haben. Gleiches Spiel auch hier. Und jetzt müsst ihr wirklich aufpassen, weil beim schwarzen Beton sieht das wirklich, du siehst es ja, ein bisschen knifflig aus, ne, dass man wirklich auch die richtigen Blöcke hinsetzt. Weiter geht's denn, wenn wir das soweit haben, erstmal, dass wir jetzt hier vor unserem Vierer jeweils einen Zweier uns einmal hinsetzen. Das machen wir natürlich hier auch wieder auf jeder Seite. Und dann kannst du schon sehen, wie wir denn, sag ich mal, hier die Lücke ausfüllen. Und zwar setzen wir einfach hier noch 2 weitere Blöcke rauf und einen nochmal in der Mitte hin. So, das machen wir eigentlich hier auch wieder auf jeder Seite. Ne, geht eigentlich relativ fix, wenn man erstmal drin ist. Und das Schöne ist, das andere Ohr von Mickey, das ist genau gleich. Das heißt, hier müssen wir eigentlich auch nur den gleichen Schritt machen und halt auch das gleiche Muster setzen. Ne, das machen wir einfach dann nochmal auf der anderen Seite. Weiter geht's denn, dass wir hier natürlich auch wieder auf unseren Zweiern jetzt einfach einen Vierer aufsetzen. Und ich glaube, jetzt erkennst du langsam, was wir hier machen. Und zwar können wir hier auch gleich ein bisschen mehr machen. Und zwar ist das jetzt eigentlich das gleiche Maß, wie wir unten begonnen hatten. Das ist genau das gleiche Pluszeichen. Vom gleichen Maß her. Das heißt, hier auf unseren Zweier setzen wir erstmal unseren Vierer hin. Die machen wir natürlich auf eine Zweier Höhe und oben nochmal 2 einzelne. Ich glaube, jetzt erkennst du schon langsam, dass die Kugel auch schon bald fertig ist. Denn jetzt fehlt nicht mehr viel. Jetzt haben wir ja schon unsere Pluszeichen an der Seite fertig.
So, das formen wir uns hier natürlich überall auf jeder Seite. Oh, natürlich nicht so viel. So, und können dann eigentlich hier in der Ecke das Ganze auch auf die gleiche Höhe ziehen, wie unser Pluszeichen ist. Und auch wieder hier oben einfach mal zu den Seiten uns das Ganze einmal platzieren. So, das machen wir natürlich hier auch wieder auf jeder Seite. Und ihr seht, das geht relativ fix. Nur beim Schwarzbeton ist das bestimmt ein bisschen nicht so übersichtlich. Da muss man ein bisschen genauer gucken, ne? Denn schwarz auf schwarz sieht man nicht so gut wie weiß auf weiß. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch zwei Schichten machen. Und zwar setzen wir jetzt einfach mal hier auf unsere Ecke uns einfach so eine Viererreihe wieder hin. Das machen wir hier wieder zu jeder Seite, dass wir uns erstmal so ein schönes Viereck formen damit. Und sobald wir unser Viereck haben, können wir nochmal in den Ecken hier einfach über noch einen weiteren Block setzen. Und was haben wir denn? Unser Pluszeichen wieder. Das ist jetzt hier drauf. Setzt du dir dann ganz einfach wieder das schöne Pluszeichen hin und hast dann die Kugel fertig. So, jetzt haben wir schon mal das eine Ohr von Mickey. Fehlt natürlich noch das zweite. Ist genau der gleiche Ablauf. Du setzt denn hier wieder an der Seite an. Dann sagen wir mal, hier haben wir unseren Dreier. Darüber eine Blockreihe freilassen. Und hier setzen wir dann wieder unser Pluszeichen hin. Ich mache es gerne nochmal mit euch zusammen. Ne? Dann könnt ihr euch das immer schön anhalten. Ne? Wie gesagt, andere Seite genau synchron wäre das. So, mit schwarzem Beton würde das jetzt natürlich so aussehen. Du kannst natürlich auch, wenn du es dir ein bisschen zu kompliziert machen möchtest, dann auch erst mit weißer Wolle vorbauen und die Blöcke dann im Nachhinein austauschen. Ich hoffe, bist du mal zufrieden mit der Bauhöhe. Jetzt steht unser Wunderhäuschen da, jetzt kann Mickey einziehen. Natürlich musst du es dir nur noch einrichten. Hier nochmal so ein kleiner Einblick, wie man sich natürlich gestalten könnte. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss! Oh, 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 o